unseren Gästen heute hier. Kurz vor der Werbung haben wir etwas hineingebracht bekommen, den Fanartikel, die ich verteilt habe. Dazu komme ich gleich. Denn wir haben heute einen Star-Gast. Eine fantastische Sängerin. Sie ist die Ex-Sängerin von La Bouche. Ja, ein Hit nach dem anderen gehabt, jetzt macht sie Solo-Karriere und das sehr, sehr erfolgreich, weil sie singt einfach klasse. Und sie denkt, sie ist heute bei mir, um nur einfach zu performen, einfach nur zu singen. Sie hat nämlich sich verliebt per Internet und hat dann auch geheiratet. Sie denkt, ihr Freund ist in Florida. Nein, er ist extra zu mir hier nach Hamburg geflogen, um sie heute hier in dieser Sendung zu überraschen. Sie weiß nichts. Ich brauche nachher eure Hilfe, damit wir sie schön ablenken. Und ich würde vorschlagen, ich stelle euch jetzt erst einmal den Mann vor, um den es geht, der heute seine Frau überrascht. Hier ist extra aus den USA. Hier ist Christian. It's real, also stimmt das? You got to know her per Internet? Yes. Yeah? How? Also wie? We put our picture up on the Internet and she sent a picture and wrote a letter and we started corresponding after that. Also sie haben die, I have to translate, ihr habt eure Fotos ausgetauscht und dann fand eine Korrespondenz statt, ihr habt euch also unterhalten. Und after the correspondence? A few visits, we'd fly and meet each other, I'd fly over Europe. Wir haben sie also einige Male getroffen, hin und her geflogen. Du bist nach Europa, sie nach Amerika. Mm-hmm. Und dann? And then we fell in love. And I said, I'm gonna marry you. And she's, really? Said, yes. And we ended up getting married a month later. Also du hast, ich muss es noch übersetzen für die, die kein Englisch sprechen. Er hat sie irgendwann gefragt, willst du mich heiraten? Und sagte, what? Was? Sagte ja. Und einen Monat später haben sie geheiratet. So, she is thinking that you are right now in Florida? Also sie denkt, dass du in Florida bist? I told her I was at work. I said, I have a very important job. If you let me go to Florida, then I'll get this promotion. And also er hat ihr gesagt, dass er einen ganz wichtigen Job hat in Florida, muss da bleiben, kann leider nicht da sein. Also sie hat überhaupt keine Ahnung. She doesn't know anything right nothing, now. Nothing. Yeah? Perfect. Yeah. Perfect, perfect. You have to go right now in the audience. Okay. Yeah? Also, you have to verkleiden yourself. Okay. First I take you and I escort you to the audience. Applaus, kurz Applaus. Right here. Please sit down between the two beautiful ladies. This is, das heißt verkleiden. To masquerade oder sowas. Okay. Some glasses for you. Thank you. Yeah. Glass, einiges Glas für ihn. Yeah, and maybe you put something in front of your. This is great. So, yeah. Okay. Also hide yourself. Versteck dich. Sie darf dich nicht sehen. Ganz wichtig. Und jetzt eure Aufgabe. Wir müssen sie natürlich ein bisschen ablenken. Sie hat überhaupt keine Ahnung. Wir haben einige Fanartikel verstreut hier. Und kurzer Test, wenn sie gleich reinkommt, ihr rastet aus. Ja. Wir haben den kompletten Fanclub von Melanie Thornton eingeladen. So heißt sie. Den Namen habe ich noch gar nicht gesagt. Okay, kurzer Test. Stellt euch mal vor, ich komme jetzt da so rein. Ich komme am besten da von oben. Ich wieder hoch. Achtung, ja. Ah, ja, und weg. Ja. Wir können ruhig noch ein bisschen rufen. Melanie heißt sie. Ruft, alles klar. Test hat funktioniert. Test hat funktioniert. Ihr müsst dann auch aufstehen und Action. Sie hat überhaupt keine Ahnung. Ich bin froh, dass sie da ist. Extra hierher gekommen. Sie hat sich Zeit genommen, ein bisschen mit mir zu reden und natürlich ihren Song zu präsentieren. Hier ist Melanie Thornton. Schönen guten Abend. Not running, raus again. Sie bleibt ja hier. You see? Wow, how is wow. It to, solo career, is it different than before? Also, ist es anders jetzt alleine zu sein als? A little bit different, but actually it kind of feels the same. I love you.
is a love story, love show. Yeah. And what's about your love life? Everything all right? Is alles okay mit deinem Leben? Everything is very good at the moment, yes. That means what? Sie ist vergeben. Sie ist, glaube ich, vergeben. Tut mir leid, beruhig dich. Ja, ja, ich bin verliebt. Oh, du sprichst Deutsch? Nur ein bisschen. Okay, dann sprechen wir ganz langsam Deutsch. Du bist verliebt. Ja, ja. Verheiratet auch? Verheiratet auch. Und ja. Wo ist er jetzt? Er ist jetzt zu Hause in Atlanta. In Atlanta? Ja. Da wohnt er auch? Ja, ja. Ja. Mhm. Cool. Ich ja. Auch, ja. Vielleicht schickst du ihm mal ein Band nach a videotape. Maybe he can see you in this nice, yes. Beautiful show of Pro 7, I tell you. Ja, das, we have a new song, du hast einen neuen Titel. Yes, beautiful dances. Yeah. You like to perform right now? Yes. Yeah? Dann geh auf deine Position. Okay. Sie wird jetzt nur für euch singen. So. Ihr seid bereit. Melanie Thornton, nur bei mir. Heute mit ihrem Megasong. Was ich schön finde, ist, es hat auch was mit Liebe zu tun. Love, how you love me. Hier ist sie, nur für euch und nur für euch natürlich auch. Just a second. Bist du glücklich, dass wir dich so überrascht haben? Yes. Danke erstmal.